So, na dann. Ich würde sagen, dann gehen wir mal langsam zu unserem Doktor. Nachdem wir hier schon überall waren, das ganze Boot erkundet haben. Das Ganze weiß ich nicht. Vielleicht noch nicht, aber zumindest Großteile davon. Angenehm, Captain Blazkowicz. Das ist jetzt Labor, wollen wir noch nicht. Konzeptart. Guten Abend, Captain Blazkowicz. Ja, da müssen wir wohl hin. Schauen, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Hangar. Irgendwas, was es wert wäre zu sehen. Und die Sehenswürdigkeiten hier. Da geht es den Quartieren. Captain Blazkowicz. Starkarte. Okay. Hier waren wir noch nicht. Eckart Central. Kommen wir nicht rein. Und hier waren wir, glaube ich, schon. Das ist die Basis, da waren wir schon. Ich suche nur Ausreden. Hallo, hallo, Hallo? Ich suche nur Ausreden, nicht ins. Nicht weiter zu spielen. Captain, zweifeln Sie nicht an sich. Mit der richtigen Einstellung kann man jedes Hindernis überwinden. Du sagst es. Ja. Morgen. Ein Sammelgegenstand gefunden hier. Na, dann wollen wir Captain. Mal. Da sind Sie, Herr Riese. Wie war meine Schießanlage? Die habe ich ausprobiert. Shooting Range. Amut Po. Nun, Junge, haben Sie das Problem in der Schießanlage gelöst? Jo, allerdings. Was zum Lesen? Sets Tagebuch. Und können wir das einfach machen, während er hier zuguckt? 5. April. Was für ein schöner Tag. Die Leute haben ja allerlei Fragen über Statusschutz gestellt. Sie versuchen zu verstehen, das sehe ich ein. Das ist für sie nicht leicht. Ich muss mit ihnen wie mit Kindern reden. Das komplexe esoterische auslassen. Die Datenschutz sind eine uralte mystische Organisation. Wir bestehen länger als die großen Weltreligionen. Wir sind Denker, setzen Mathematik ein und bauen Gerätschaften, um in Verbindung mit Gott zu treten. Die Illuminati also. Sowas in der Art. Ich wurde als kleiner Junge angeschworen und auch ich hatte anfangs Schwierigkeiten, den Datenschutz wirklich zu verstehen. Nein, wir wollen nicht die Welt kontrollieren. Nein, wir wollen den Planeten nicht mit überlegener Technologie zerstören. Ja, die Datenschutz sind jedem gegenüber offen, der neugierig ist und Gott erreichen möchte. Aber waren sie nicht Uhrmacher, Herr Roth? Nein, ja, manchmal. Der Uhrmacher war vor langer Zeit meine Tarnung vor dem Krieg. Tja, nun, vielleicht verstehen sie es doch alle irgendwann. Jetzt lockt mich der Schlaf. Dem werde ich mich ergeben.
ja. Herr Blaskovic, ich bin neugierig. Wie war's? Ich bin ja schon da. Ich schaue mich nur kurz in Ihrem Labor um. Ich werde es bereuen. Nun, Junge, haben Sie das Problem in der Schießanlage gelöst? Ja, ja, gleich. Ich würde es bereuen, wenn ich mich nicht hier umsehen würde. Und einfach losstarten würde. Krankenstation. Wie geht's Ihnen? Ja. Muss ja nicht. Hm. Ja, ja, ob ich komme. Sigrun Engel ist auch hier. Na dann. Und? Ah, gut gemacht, Junge. Sie haben es einfach drauf. In Affen, ja. Ihre Frau Anja? Nicole? Sie hat nach Ihnen gesucht. Ja. Anja hat Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Sie ist in Carolines Zimmer. Ist ja nichts, sie ist in der Kantine. Vielleicht ist sie, während wir hier geredet haben, rübergegangen. Ja, wie bitte? Vereint, wir sind die Band, die Käfer. Carolines Notiz Set. Auf ihre Anfrage hin meine Liste mit möglichen Aufenthaltsorten des Widerstands. Manhattan, der Ortsmark, eine radioaktive Wüste sein, aber die von Juna in Paris abgefangenen Informationen besagen, dass das Regime in dem Bereich Verluste erlitten hat, was nur mit der Anwesenheit von Widerstandstruppen geklärt werden kann. Wo in Z-Schrift, sie müssen sich in höherliegenden Bereichen verstecken, um die Strahlung in Bonnie zu vermeiden, werden nachforschen. New Orleans. Der Name Horton taucht wiederholt in Regimeinformationen aus Paris auf. Wir wissen, dass NO eine Zone ist, in der das Regime amerikanische Dissidenten und andere unliebsame Elemente ihrer Gesellschaft festhält. Dimitri, Junas Freund. Jetzt bin ich verrutscht, Dimitri Junas Freund aus dem Pariser Widerstand hatte einen Verwandten, der zum Widerstand in NO gehören könnte. Appalachen, darüber ist uns nicht viel bekannt. Das Regime hat mehrere potenzielle Mitglieder des Widerstands in diesem Bereich festgenommen und nichts gefunden. Falls es dort Gruppen geben sollte, sind sie möglicherweise gerade inaktiv. Wenn es uns gelingt, eine Revolution in Amerika zu starten, werden sie vielleicht aufwachen und sich uns anschließen. Soweit mein Informationsstand. Genauere Einzelheiten sind natürlich aus den Informationen ersichtlich, die Juna mir beschafft hat. Statten Sie mir einen Besuch ab, wenn Sie mehr wissen wollen, Carolina. Ja, das wird schwierig werden mit dem Besuch. Musik? Wollen Sie, dass mein Kopf explodiert von dieser sogenannten Musik? Sie können gut singen. Ja, ja, können Sie. Und Sie sehen gut aus. Oh, natürlich. Das ist doch nicht schlecht, oder? Nein, ist nicht schlecht. Johann mag ich am liebsten. So geheimnisvoll. Oh, sehr geheimnisvoll. Ich erinnere mich an die Liebe. Ganz vage. Ah. Das ist nur Fantasie. Mutter mag keine Fantasie. Das glaube ich. Sie hat meine Hochzeit schon arrangiert mit dem Sohn des Leiters der Geheimpolizei in Berlin. Das ist fantastisch. Ich weiß kaum was über ihn, dass er viel schwitzt, immer Golf spielt, aber Zwiebeln. Ihre Mutter hat. Wo war die nochmal? Im Quartier war sie nicht. Carolines Versteck. Hier. Wo ist dieses? Hallo, Captain. Signore. Enigma Terminal. Okay.
Irene Edinger, Rang General, Alter 56, Lebensjahre 29, Größe 1,65, Gewicht 62 Kilogramm, Blutgruppe 0 negativ, jetzt keiner, na doch, den haben wir ermordet. Egerton, den haben wir Teil 1, Würfelstein, den New Order. Die haben wir umgebracht. Kinder 5, männlich 1, weiblich. Das weibliche ist bei uns. Bedeutende Dienst, bedeutende Leistungen. Ehemalige Anführung der Nachwuchstruppen in Berlin, ehemalige Anführung der Nachwuchstruppe Germanienleitung, leitete von 1948 bis 1960, das Lagerkommandantin des Lagers Selo, hat zum Februar 1960 den Wiesnauer Terrorzelle in Berlin gefasst. Naja, ich weiß nicht, ob man das gefasst nennen kann. Hier schnieft jemand. Die Enigma-Maschine. Nutzen können wir es nicht. Caroline. Also du schniefst hier rum. Oh, William. Ich kann sie immer noch hier riechen. Ich habe Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Ich kenne ihren Aufenthaltsort. Redest du für mich mal mit Wyatt? Ich wollte was von ihm, aber er kommt nicht aus seinem Zimmer. Sind wir hier in der Eule oder was? Wir müssen versammeln, um den nächsten Schritt vorzubereiten. Wir haben New York fast erreicht. Alles klar, ich bin der Eule. Mit beitreten. Wie soll ich ihr beibringen, dass ich ihnen bald folge, Carolina? Dass sie zusehen muss, wie ich dahin sichere. Aber vielleicht weiß sie es ja schon. So wie ich. Wenn jetzt die Tür öffnen, der wird verlassen, warum ist das geschlossen? Aha. Die Drogen. Jetzt wird's lustig. Wie läuft's, Cap? Ich bin durch mit Carolines Notizen. Die New Yorker Widerstandsgruppe versteckt sich ganz oben auf dem State Building. Seth? Ja? Ich schätze, in der großen Höhe ist die Strahlung auszuhalten? Ja. Jedenfalls können wir da nicht einfach mit unseren Regime-Hubschraubern hinfliegen, sonst holen sie uns runter. Können wir den Kontakt wieder aufnehmen, ihnen sagen, dass wir kommen? Ich habe nachgesehen, aber in Carolines Notizen nichts darüber gefunden, wie man sie kontaktiert. Dann müssen wir wohl zu Fuß dort rein. Uns persönlich vorstellen. Zu Fuß? Die Stadt ist noch vom Niederschlag durch die Atombombe des Regimes verseucht. Ich meine, die Strahlung wird ohne Schutzanzug tödlich sein. Also hier. Diese Rüstung hier schützt vor Radioaktivität. Dann sind Sie hier wohl allein. Wie sonst auch. Bombarde kannst du ihn bringen? Ja, natürlich, Boss. Kann ich helfen? Fünf Grad Backbord und dann weiter, geradeaus. Sie haben's drauf, Mädel. Hey, Großer. Pass auf die Krokodile auf. Krokodile? Krabbeln unter New York nicht lauter Krokodile rum? Keine Ahnung. Ich bin aus Texas. Aus Texas? Das erfahren wir sowas mal. Großer Gott.
Radioaktiv verseucht ja alles. Männer, Frauen, Kinder. Ihr schreit nicht mehr. Aber ich höre euch dennoch. Da werden wir zurückgelassen. Was haben wir denn so für Waffen dabei? Zwei Granaten hinten nur. In der Laserkanone haben wir keinen Schuss drin. Die können wir hier irgendwo aufladen. Und wie ging das doch hier? Laserkanone hier. Können wir die hier aufladen? Bin mir sicher, das können wir hier. Bloß wie? Nein. 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 Hinweis über hier. Müssen doch irgendwie aufladen können. Schreit förmlich nach Aufladen. Nee, damit. Gut, dann eben nicht. Nachtanken. Ja, also. Hier brauchen wir die Laserkanone. Wo steckt sie denn? Hier ist sie. Sehr schön. Und hier muss ich sagen, wirklich, ab hier bin ich blind. Ab hier bin ich wirklich blind unterwegs im Let's Play. Weil hier habe ich dann aufgehört. Hier habe ich das private Spiel, das ich gespielt habe, aufgehört. Wir betreten jetzt das Blind-Gebiet. Ab hier kenne ich mich absolut nicht mehr aus. Dieser Luke lässt sich bestimmt von innen aufsprengen. Vorher hatte ich. An der Stelle habe ich aufgehört, privat zu spielen. Ich habe mich damals irgendwie die Motivation verloren. Keine Ahnung, was in mich gefahren ist. Jetzt spielen wir natürlich weiter. Falsche Luke. Diese Luke oder wie? Von der anderen Seite müssen wir schießen.
Kiste geht auch. Drei Schuss haben wir noch. Ich werde mal aufladen gehen, bevor wir weitergehen. Das könnte man gebrauchen. Zehn Schuss haben wir damit voll aufgeladen. Ist auch gegen Gegner gar nicht mal so eine schlechte Attacke, gar nicht so eine schlechte Waffe. Nimmt doch noch was. Und erreicht. Na dann mal, kümmern wir uns nicht. Okay, Cap, Manhattan, neue Cap, die Verbindung ist schlecht. Gehen Sie durch die Stadt bis zum State Building und achten Sie auf. Auf? Oh Mann, mein Kopf. Oh, mir ist ein bisschen schwindelig, Cap. Achten Sie auf die Suchtrupps des Regimes, wollte ich sagen. Okay. Willkommen in Amerika. Recht das State Building. Okay, jetzt müssen wir wieder sneaken. Irgendwo Suchtruppen. Damit erreicht. Okay, wir bewegen uns auf sie zu. Durch den Schutz von New York. New York ist auch schön. Oder auch nicht. Okay. Wir müssten uns schon nichts gesehen haben. Ach scheiße. Na toll, jetzt haben wir ja Alarm. Wir sind am Arsch. Wir sind immer noch nicht ganz voll bei der Sache. Immer noch volle Heilung ist bei uns immer noch 50. Gut. Schleiche mich immer durch. Hier ist von der Sackgasse oder wie? Okay, was haben wir hier? Oha. Sieht die abenteuerlich aus. Der ruft zumindest keine Verstärkung mehr. Schön, dass die so gelb sind. Die fallen sehr schön auf.
Okay, ich glaube beide sind bei der... Bei den Generälen sind es tot. Die Generäle sind noch nicht hier. So ist keine mehr Alarm. Munition mitnehmen. Okay, was gibt's hier noch zu sehen? Geht noch gut. Ich sollte noch mehr Granaten und so einsetzen. Okay, das ist hier ein zerbombtes Hochhaus. Hätte mal jemand gewohnt. Verbesserungskit. Okay. Sturmgewehr. Oh, okay. Und das Sturmgewehr verbessert. Drohne irgendwo. Der Panzer war nach der Bombe einer der ersten Dinge. Wäre ich doch dabei gewesen. Unglaublich. Und eine Karte. Sebastian Hoff. Gold. Okay. Ach, das ist die Maske, die Goldmaske. Nazi-Gold. Sind die natürlich alarmiert. Wo sind die? Müssen die Kommandanten ausschalten. Jetzt gibt's Verstärkung. Der Kommandant ist noch da. Zeptort. Ah, die Drohne. Schön, dass das anmerkst. Und nicht. Der Kommandant ist irgendwo in die Richtung. Sieht, woher die schießen. Das ist ganz blöd. Wo ist denn der Verdammte? So, ihr kennt Versteckung. Oh shit.
Ach, Kacke. Den hatten wir doch.